Hallo, heute geht es um folgendes Thema, nämlich darum, wie wir mehr Kraft und mehr Power bei unseren Ellbogentechniken, die wir ja aus der dritten Form, aus der Bilgi kennen, entwickeln können. Was ist das Problem normalerweise bei diesen Techniken? Das Problem ist das, dass es eben nicht ausreichend ist, wenn die Kraft eben nur aus dem Arm kommt. Und es gibt eben einen guten Grund, warum diese Ellbogentechniken Bestandteil der dritten Form sind, also eigentlich sehr fortgeschritten und eben sozusagen im Windschuh relativ spät kommen, weil sie schwierig auszuführen sind. Noch einmal, also nicht ausreichend, wenn die Kraft nur aus dem Arm kommt. Deutlich besser schon, aber immer noch nicht ausreichend wäre es, wenn wirklich jetzt hier die ganze Schulter mitarbeitet und rotiert. Ja, aber auch das ist nach wie vor noch nicht das, was man eben braucht. Das, was wir eigentlich brauchen, ist, dass unten unser Stand, unser Fundament ganz stabil bleibt. Und wenn jetzt hier der Ellbogen kommt, wir unten die Struktur halten können, aber hier die Hüfte entsprechend weit mitdrehen kann. Ja, also wir brauchen hier die Möglichkeit dieser Hüftdrehung. Und das hat noch einmal einen ganz anderen Effekt, wenn wir hier die Hüfte einsetzen. Wie trainiert man das? Das werden wir uns eben jetzt anschauen. Und dafür gibt es von mir ein paar Trainingstipps, diese Beweglichkeit in der Hüfte und Stabilität beim Stand zu verbessern, um eben mehr Power in die Ellbogentechniken reinzubekommen. Also, für diese Übungen benötigen wir einen Stock. Kann irgendetwas sein, kann auch ein Besenstiel sein. Wir bringen uns in eine Vorwärtsstandposition. Den Stock halte ich hier vor meinem Körper und lege jetzt so wie meine Unterarme auf diesen Stock. Und jetzt kann ich zunächst mal versuchen, dass ich mich eben hier beginne zu verdrehen, aber es sollte sich an meiner Standposition unten nichts verändern und eben dadurch trainiere ich einmal hier seitlich diese Hüftdrehung. Bei den Ellbogentechniken der Schlag von oben kommt. Das ist schon deutlich schwieriger. Das heißt, ich habe nach wie vor hier den Stock und versuche hier weiter zu drehen. Der Stock soll wirklich jetzt von oben kommen. Meine Hüfte dreht sich und führt den Stock. Wenn es uns gelingt, die Struktur gut zu halten, könnte ich eben auch hier einbeinig die Bewegung fortführen. Wieder von oben der Stock und dann kann ich wieder zurück in meinen Stand. Könnte wieder testen. Und so lässt sich eben diese Beweglichkeit hier sehr, sehr gut und sehr schön trainieren. Ja, ich hoffe, die Übungen bringen dich weiter. Also ich glaube fest, dass das eine große Hilfe sein kann, um eben diese Flexibilität zu entwickeln, dieses einerseits stabilen Standhalten, aber andererseits diese innere Verdrehung des Oberkörpers. Das ist sehr schwierig zu trainieren. Das ist eben ein Tipp, wie man es gut trainieren kann. Ja, in diesem Kanal gibt es ja ganz, ganz viele Videos schon über Windschuh und es werden laufend mehr. Würde mich freuen, vielleicht hast du sogar Lust, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bald in einem der anderen Videos wieder.